Ich mache jetzt mal wieder ein Follow Me Around mit meiner richtig coolen iPod-Qualität. Ich hoffe, ihr freut euch und habt sie vermisst. Nein, Spaß. Ja, ich habe wieder meine Block-TV-Mütze auf. Die, die bei Block-TV immer dabei sind, die wissen, was ich meine. Und ja, viele oder einer hat gefragt, ob ich ein Follow Me Around machen kann, in dem ich ganz genau zeige, was ich esse und so und was ich mache und alles. Und ich sehe gerade so, als wenn ich extremste Augenschatten hätte. So muss ich jetzt stehen. und das würde ich jetzt gerne machen und wir fangen einfach mal an. Und zwar esse ich morgens meistens so ein Müsli. Das habt ihr schon in meinem Dänemark Follow Me Around gesehen. Das hat noch Mandeln und Rosinen und so mit drin. Und da das jetzt schon alle war, habe ich jetzt noch ein paar feine Haferflocken. Oder weiche? Nee, feine Haferflocken dazu gemischt. Und ja, das esse ich. Das esse ich meistens mit Reismilch. Ja, mit Reismilch. Weil ich finde, das schmeckt voll lecker, aber die war noch nicht ganz kalt. Also die wurde gerade erst im Kühlschrank gemacht und ja, dann mag ich das immer nicht so gern, wenn die warm ist, die Milch. Und das ist mein Frühstück. So, darf ich filmen? Ja, ist egal. Ich bin hier gerade mit Rami und Nokiki. Ihr kennt sie vielleicht vom Block-TV, weil wir haben gestern Block-TV gemacht. Das war sehr lustig. Ja, Boysch Avenue und so, ne? Yay. Wir haben jetzt irgendwie voll viele Insider mit Block-TV, mit der Crew. Oh mein Gott. Und ja, falls ihr Lust habt, dass ich mal mit denen hier Block-TV mache, dann sagt Bescheid, dann machen wir das gerne. Und wir haben jetzt eine Freistunde. Eigentlich wollte ich so ein bisschen Aufstreber machen und in der Schule bleiben und Hausaufgaben machen. Und dann habe ich sie so, also bin ich so in das Schulgebäude gegangen und dann sind die da so weggegangen vom Schulhof. Ne? Und dann, da bin ich so wie so ein Stier hinterhergerufen. Nein, ich liebe die. Ja. Und sehr lustig auf jeden Fall. Und jetzt fahren wir in die Stadt. Habt ihr irgendwas? Ah, die Bahn! Ja, wir sind jetzt hier in der Stadt. Und wir stehen hier ein bisschen rum, aber es ist noch nicht so viel los. Ja, wir gehen jetzt erstmal. Ist ja auch erst Viertel vor 10 oder so. Ja. Ja. Ja, man sieht dich doch, egal. Bubble Tea. Ich habe gerade hinter mir den Geist gehört. Geist! Ich glaube heute Abend im Schrank, ne? Ich glaube heute Abend im Schrank wird dein Geist sein. Nee, unterm Bett. Ach, okay. Tja, wir sind hier, gehen jetzt zu Galeria Kaufhof, weil die Shanti muss mal. Follow me on my shopping tour. Welcome to Prada Bag. Sie gönnt sich. Yum, 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 yum. Yummy things all around. Yes. Pretty good. Ich gönn mir jetzt kostenloses Pipi. Sie gönnt sich jetzt kostenlos Pipi machen. Okay. Ein kurzes Update, was die LEs angeht. Also hier haben wir von Catrice Cosmetics eine Upper Wild Side LE. Vielleicht gefällt euch ja irgendwas. Dann hier die neuen Pigmente von Essence. Das finde ich voll cool mit dem Nagellack, dass man das auch als Nagellack benutzen kann. Und von Essence gibt es auch eine neue LE. Die heißt Wildcraft. Interessant, interessant. Und Rania, hast du dir schon was ausgesucht? Ja, ich hole mir den Nailhardener, weil ich sehr brüchige Nägel habe. Ja, mal schauen, ob das was bringt. Nein. Hier ist die neue LE von Catrice. Die heißt Hollywood's Hollywood's Fabulous 40s. Und der Blush ist richtig schön, den hole ich mir, glaube ich. Die Lippenstifte sind auch voll schön. Und den hier hole ich mir auch. Und dann gibt es hier halt noch so einen Eyebrow Lifter, einen Top Coat für die Lippen, also so ein Lip Coat, egal wie auch immer. Und Nagellacker, die auch ganz schön sind. Und das hole ich mir, glaube ich, auf jeden Fall, weil dieses Blush sieht so geil aus. Und hier habe ich noch ein paar Swatches. Falls ihr das sehen könnt, das ist jedenfalls die Palette, die finde ich voll schön. Es gibt auch noch eine andere, die sieht so aus, die ist auch sehr schön. Aber ich finde das wegen diesem Bordeaux-Ton da sehr schön. Und die Lippenstifte sind auch geil, vor allen Dingen dieser hier. Ich habe mir letztendlich doch nur zwei Sachen gekauft. Und einmal diesen Feel Good Blush von P2 in Sweet Rose.
und dieses Quattro von Catrice in C02. Und ich finde die Farben sehr schön. Ich finde, das passt gut zusammen für den Herbst, oder? Ja, das hat 7,10 Euro insgesamt gekostet. Und Ramya... Hallo! Guck, will mich erst böse angucken, dann sieht sie, dass die Kamera läuft. Dann hattest du die Arme. Lassen wir die mal heute. Ja, sie macht ganz fleißig Hausaufgaben. Ich muss jetzt auch noch Hausaufgaben machen. Aber die Hausaufgaben von Nokigi. Die Hausaufgaben von Nokigi. Nokigi. So sozial muss man sein. Ich mache jetzt auch noch Deutsch. Und dann gehen wir wieder zurück in die Schule. Guck mal, welches Parfum ich gefunden habe. Du, 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 du. Wem kommt das bekannt vor? Mir nicht. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen und ich habe mega Hunger, weil ich in der Schule nichts gegessen habe. Und ja, deswegen esse ich jetzt Nudeln mit Tomatensauce und Parmesan. Eigentlich versuche ich immer weniger Kohlenhydrate zu essen, aber wenn es das halt zu Hause gibt, dann muss ich das ja essen. Es geht ja nicht anders, ich kann mich ja nicht weigern, irgendwas zu essen. Und ja, außerdem mag ich Nudeln sehr gerne. Ja, ich liebe Nudeln. Ungefähr 2 Minuten später ist jetzt die erste Portion weg und ich esse jetzt meine zweite. Mit Pesto. Was? Das zweite schon? Ja. Das ist hier Terrasana Pesto Tradizionale. Und das ist sehr lecker, also sehr zu empfehlen. Ist bio, wie vieles bei uns. Und schmeckt aber sehr gut. Und mit Parmesan, obwohl da auch schon Parmesan drin ist, mag ich sehr gerne. Ich habe gerade noch was fürs Back to School Video gedreht und ich kann nicht anders und will das jetzt auch unbedingt essen. Das ist diese Wrap-Rolle. Ich habe gedacht, wir machen sie mal zusammen auf und ich mache den Live-Test, ob das auch wirklich so gut schmeckt. Damit ich euch das dann auch wirklich empfehlen kann im Video, im Back-to-School-Video. Das habe ich aber gut eingepackt hier. Oh, eigentlich bin ich schon satt und man soll ja nichts essen, wenn man schon satt ist. Aber naja, Ausnahme, ne? Boah, so eine Rolle hier haut richtig rein. Lecker, schmecker. Jetzt ist mein Bauch aber ziemlich voll. Puh. So, und jetzt habe ich gerade noch einen leckeren Kakao für meine beiden Geschwister gemacht. Den habe ich mit, also ich habe Milch warm gemacht, dann habe ich da Kakaopulver reingemacht, Zimt und so eine Art Nutella. Habe ich dann darin zergehen lassen, so einen richtigen fetten Löffel. Dann ganz viel Schlagsahne drauf gemacht und bunte Streusel und Kakaopulver. Und freut ihr euch schon drauf? Ihr könnt ruhig ja sagen. Ja. Schön. So, ich bin gerade hier mit meinen Geschwistern und wir gehen jetzt noch meine Schulbücher abholen und sowas. Und es regnet, deswegen haben wir einen Schirm aufgespannt. Ja. Und jetzt esse ich zum Abendbrot nochmal das Müsli, was ich heute Morgen gegessen habe. Ja. So, heute Abend treffe ich mich dann noch mit Melina und noch 2 Freunden. Und ja, keine Ahnung, was wir machen, aber ich wollte so ein bisschen mein Augen-Make-up stärker machen. Und ich fand nur, ich finde es immer so krass, was es ausmacht. Hier habe ich zum Beispiel jetzt einen Gel-Liner auf der Wasserlinie und hier eine obere Wasserlinie und hier halt nicht. Und was es für einen Unterschied macht. Ne? Also erstmal, man sieht ganz klar, das ist kleiner. Also es ist nicht kleiner, aber es sieht kleiner aus. Aber es ist auch irgendwie versmokter und ja. Ich finde, es sieht schön aus, aber das ist natürlich für den Alltag dann besser. Also ihr seht dann gleich das Endergebnis. Fertig! Also ich finde im iPod, das sieht immer nicht ganz gut aus. Das sieht man immer sehr, sehr kontrastreich aus. So sehe ich ja nicht in echt aus. Ich meine, so hell ist meine Nase nicht und so dunkel ist meine Stirn nicht. Das ist schon eigentlich relativ einheitlich. Ich habe jetzt noch Haare gebürstet.
Und ja, ich finde, ich war ja. Mach ich jetzt mal kurz hier hin. Ich hasse diese Teile, die muss ich unbedingt abschneiden. Kennt ihr die? Oh, ich hasse das. Ich war ja um circa um elf war ich bei Douglas mit Ramya und Nokiki und dann habe ich mir Chloé drauf gemacht. Und ich finde es so krass, wie stark man das jetzt noch riecht. Also man merkt wirklich den Unterschied zwischen so einem hochwertigen Parfum und so einem Billigparfum. So stark sind meine Augenschatten nicht. Ich sag's euch, ich schwöre euch das. Sind nicht so stark. Wie mache ich das denn, dass es nicht so stark aussieht? So, jetzt habe ich gerade noch die ganze Zeit geschrieben bei Facebook. Ja, und deswegen, es ist jetzt, glaube ich, 6:55 und meine Bahn kommt in 6 Minuten. Oh mein Gott, ich muss mich so beeilen. Ich muss noch meine ganzen Sachen zusammenpacken und Zähne putzen und alles. Jetzt auf dem Weg zur Bahn und es ist richtiges Schiedwetter. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber da sind schon Tropfen auf meinem iPod. Also ich glaube, wir gehen auf jeden Fall irgendwo rein und machen nichts draußen. Also ich habe keine Lust, irgendwas draußen zu machen. Und ja, ich habe jetzt einen anderen Schal angezogen. Der ist von Gina Tricot aus dem letzten Jahr. Und ja, ich freue mich schon, die zwei Freunde, die habe ich nämlich so lange nicht mehr gesehen, dass ich die jetzt mal wiedersehen kann, ja. Wir sind gerade im El Salin und wir haben gerade ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Ja, Melina hat hier den Strohhalm Löcher gebrannt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da. Und hat Spaß gemacht? Ja, ich fühle mich wieder wie 10. Ist doch cool, ne? Ja, ist auf jeden Fall chillig hier, so mit Lichtern und so. Was hast du getrunken? Ein Virgin Elsinore Spezial. Ich habe ein... Oh Gott, was ist das? Ist ja auch egal. Ich habe ein Virgin Mojito getrunken. Und unser guter Freund, der hier sitzt, der nicht gefilmt werden möchte, hat ein Latte Macchiato getrunken. Nachdem er Stunden braucht, sich dazu entschließen. Ja. Zu entschließen. Und was wir jetzt noch machen, wissen wir noch nicht genau, aber wir überlegen uns mal. Was cool ist. Mein neues Bild, da gucke ich so böse. Das stimmt gar nicht so. Ich habe nur keine Mimik im Gesicht. Das heißt doch nicht, dass ich böse gucke. Ich so, ja doch, Orlando, du siehst aber böse aus, weil du keine Mimik im Gesicht hast. Und dann eher so, ja, also ich mag das Bild. Ja, Orlando. Ja, ich mag es wirklich und ich lösche das auch nicht, oder? Ich mag das. Ich so, ja. Melina hat uns gerade den Inhalt ihrer Tasche gezeigt. Erzähl mal, what's in my bag? Stell mal die Sachen vor. Also, Shanti hat mir gerade einen Lippenstift geschenkt, den ich so toll fand. Und der, sie, ups, meinte, der steht hier nicht so gut. Warte mal, Licht, wir brauchen Licht. Sieht man das? Nein. Das ist die Farbe 595 von Manhattan. Dann hat, das weißt du, hat Shanti mir mal geschenkt irgendwie. Der ist aus Schweden, ne? Ja. Mit Teebaumöl. Wow. Dann Dulgon. Das ist antibakterielles Handgel. Sun Protecting Lip Gloss von, der ist von Isadora. Das ist die Nummer. Das ist schon ein bisschen abgenutzt. 24. Mein Handy. Samsung. Galaxy S2. Nein, K2. Galaxy S2. 3S3 sogar, weißt du. Was? Ja, komm, zeig mal deine Hand. Ja, er wird ja. Mit seiner Hand. Wow, was du kannst. Das ist geil. Händevergleich. Man weiß gar nicht mehr, was mit der Seite. Du das auch so, warte. Ich kann das nicht. Ich kann das mal mit der anderen Hand. Ich kann die gar nicht. So, das Follow Me Around Video ist jetzt zu Ende. Traditionell mit Zahnspange. Zahnspange. Oh Gott. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, das ist so mein Alltag, was ich gegessen habe und